Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir einen Brunnen im Brunnen gefunden, haben hier mal wieder so eine Hordenquest gemacht, waren im neuen Stall, haben eine Fee gefunden, mit der wir nichts machen können, noch nicht. Und vieles mehr, deswegen schaut da gern vorbei. Und wir erkunden hier gleich mal das Gebiet weiter, damit wir vorankommen. Alter. Seit dem Kataklysmus gibt es definitiv mehr Monster, aber manchmal sieht man auch seltsame Maschinen. Monster scheinen das nicht zu sein, aber manchmal greifen auch sie an, fast so als wollten sie etwas beschützen. Sie meint die Sonau. Ich glaube, die treiben sich gleich südlich von dieser Straße herum, also sollte ich schnellstmöglich von hier verschwinden. Ja, kommen wir da hin? Schon. Die haben wir doch schon gemacht. Aber südlich hiervon ist das Gelbe. Ja, das hatten wir gemacht. Warum ist Gelb da nicht weg? Weil ich die mal nicht wegmache, habe ich doch eben schon mal gesagt. Ja, aber wenn du durchläufst, ich dachte, wir wären direkt da gewesen auf dem auf der Markierung. Ich würde sagen, das sind Leune nicht ganz. Gott bin auf Pferd ist nicht gleich Leune. Achso, ja gut. Mann! Sag mal! Der mit seinen dummen Maschinenbeinen schon, oder? Nein! Du Arsch, du! Du unserem Pferdchen nicht weh. Ich glaube wohl! Gib die Waffe her! Achso, wir haben zwischen den Parts hier ein paar krasse Waffen gemacht. Unter anderem auch mit diesem weißen Leunen-Sachen. Horn. Alter, der Rüstungskürbis. Zack. 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 Alter, jetzt ein Schwert mit einer Sense drin. Oh Gott, wie dumm das aussieht. Ein weiterer Boss besiegt. So, gab's jetzt hier irgendwas Markantes? Nee, halt nicht wirklich, deswegen. Da bei dem Pfützen musst du hin, glaube ich. Ferdi. Jan. Ja, gehen wir gleich auch noch. Aber das ist ja eine ganz andere Richtung. Hat er gerade gegamed? Der darf auch mal müde sein. Nicht um 19.20 Uhr. Ich hatte ja die Nacht davor durchgemacht. Oh nein, das ist ein Boom. Das Honig, nimm dir mal mit. Hatten wir doch beim letzten Mal nicht. Der Schleim wollte es aber wissen. Kannst du das einfach einsammeln? Nee, kannst eben nicht. Geht vom Pferd aus gar nicht. Doch, wir haben unsere Beute. Ach, da ist ein Krog. Oh, ja. Wie hübsch das da aussieht. Da ist ein Schrein da oben. Den ich schon zum fünften Mal sehe. Oh Mann. Guck mal, es kann auch nicht regnen hier. Was hat denn das Blatt nochmal zu bedeuten gehabt? Dass du als Markierung hast. Da habe ich einen Korgi hin. Ach, hier ist noch einer. Da ist ein Krog. Das war einer zum Transportieren. Den wollte ich mir nicht gleich machen. Ich wollte hier erst erkunden. So, wo ist die Mitte davon? Tomate. Hier drauf einfach? Nein. Bei dem Baumstumpf rechts von dir.
Meinst du? Denke ich mal. War absehbar. Okay, wir haben doch noch nicht viel. Wir haben erst 6 von denen. Ich dachte, wir hätten schon wieder mehr. Ja, ich habe mir gerade auch gedacht, mit 6 Stück willst du schon zu Maronos gehen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht gibt er Rabatt. Vielleicht ist er sagen, was ist denn da für eine Versammlung? Das sind nur Pferde. Was ist das? Nee, egal. Ich dachte, bei irgendwelchen von den Ruinen ist noch was, aber eher nicht. Ich will schon meinen Freund. Nicht vorbei. Der war doch eben da. Du willst. Ja, aber wo weißt du denn, dass der auf der gleichen Ebene ist? Weiß das. Na, warten wir mal ab. Ist ein Skandal, dass der neue Dragon Quest, der letzte Dragon Quest Part nicht toll ist. Also, er ist toll, aber ihr schaut ihn nicht an. Könnten auch mal. Nee. Ich lass das einfach. Meinetwegen könnte auch mal wieder ein richtiger Dragon Quest Teil rauskommen. Dass wir mal einen aktuellen Teil spielen, wo wir ein bisschen gezwungen sind, den zu spielen. Boah, das ist auch bei uns immer ewig, bis die auch da raus. Du musst dir doch erstmal ansprechen. Muss ich nicht. Geht auch ja, rein. Dann ist er aber geschockt. Ja. Ist er dann Trauma da wegen dir? Ja, wenn er jetzt gleich kriegt, dann Trauma hier. Wenn er jetzt einfach hier durch die Gegend geschliffen wird. Ja, das macht sich besser. Und auf geht's. Ist das jetzt noch unser Gebiet? Na, knapp. Wer durch die Pfützen durchgeschleift. Ist da links noch was? Bei manchen Ruinen sah das so aus, als wäre da noch was. Sind wir denn hier schon mal bei Rot gewesen, oder? Ja. Okay, gut. Ja, der ist ja tatsächlich nicht mehr im Gebiet. Oder? Na. Na. So, gib uns 2 Krogsamen. Dankeschön. Lass sie doch Spaß haben. So. Hier müssen wir noch einmal rüber. Dann auf zu blau, würde ich sagen. Was machst du denn schon wieder hier? Aber, ist das Pferd langsamer mit dem Geschirr? Ich glaub schon. Vielleicht ist es aber auch nur Einbildung. Bei Blau habe ich gesehen, das war ja so ein kleiner, so eine Landzunge in der nächsten Mal. Ich glaube, wenn du da entlang gehst, war da so eine leichte Erhöhung. Da war so ein ganz kleiner, ich nenne es mal Stiftstrich Weg. Da könnte was sein. Ja, da vorne. Ah, da war die Fee. Das da so. Waren wir sogar. Aber halt wahrscheinlich nicht ganz, deswegen. Ach, guck mal. Hä? Ist das der gleiche Hinox? Nee, gar kein Hinox. Wollte ich gerade sagen, nein, wo war gerade ein Hinox? Das war kein Hinox. Tschüss. Oh, Jan! Ich dachte, Gott, also, das läuft jetzt. Ja, das geht halt nicht. Guck mal, da oben, da ist ein toller Baum. Da muss was sein, da oben. Da will ich hin. Ein toller Baum. Ja,
Ja, du wolltest die Raketen nicht mitnehmen. Die hätten wir jetzt schon gut nutzen können. Wenn uns auch neue holen. Oh nein, nein, oh Gott. Nein. Da war der Baum. Noch eine Kiste noch. Och nö. So, jetzt bitte da hoch. Ja. So, einfach hoch. Wie war denn das mit der Bombe und so? Mit Schild und Bombe. Ja, Bombe haben wir auch nicht mehr. So. Dann haben wir nichts Explosives, schade. Auch keine Waffen mehr, alles alle. Da vorne, ich sehe ihn doch. Ja, ist ein Höhleneingang. Oder sah das nur so? Nee, nee, da ist glaube ich keiner. Bist jetzt erstmal durch, nachdem der Brunnen im Brunnen im Brunnen war. Ja. Hätte für mich noch ein Brunnen mehr sein können. Einmal Brunnen mehr. Ein Brunnen mehr. Apropos, ist eigentlich diese Dame, die wir ganz am Anfang gefunden haben, gibt die uns eigentlich was? Die hat ja gesagt, wenn wir alle Brunnen finden, da gibt's was, oder? Ich glaube, die hat uns noch zwischendurch schon mal was gegeben. Also wenn wir nochmal hingehen zu ihr, kriegen wir da noch was? Denke ich. Das heißt, wenn wir das nächste Mal zu Maronus gehen oder Herzen oder so erbitten, dann können wir mal nachschauen. Die ist ja in dem Brunnen. Dort, glaube ich. Oh nein, ich will... Nein, die Klippeleiste. Nein. Sie wurde angeknabbert. Hat sich jemand einfach ein Stück von genommen. Jetzt aber wie ein weit Stück geht gelbe Leiste. Wie weit geht denn das jetzt hier? Weil waren wir hier nicht? Also. Da. Nee. Hä? Ich glaube, das ging so hier so. Ah, stimmt. Aber Gia Padlato. Gucken wir uns einfach hier oben jetzt mal um. Der erste Baum, da! Oh, wer ist denn da? Was hat denn der für ein Gerät? Da ist einfach ein Pilz dran. Ich wollte auch gerade sagen, oha. Na komm, warum nicht? Hä? Von wegen, wir haben keine Bomben mehr. Ach, nee, ich dachte, du meinst die anderen Bomben. Was? Nicht die Atombombe. Boah, du auch schon, bist auch so eine Atombombe. Na ja, so. Dankeschön. Ah. Den hat's weggefetzt. Pass auf, der Dicke ist hinter dir. Ja. Oha. Hä? Hat der Edelwild im Rucksack. Hab ich auch immer. Ja, wow, der Verwirrte bringt gar nichts, wenn du alle anderen schon tötest. Komm, einfrieren. Dann rutscht der vielleicht runter. Ich bin für einfrieren. Komm, rutsch. Rutschen, 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 rutschen. Piep. Tschüss. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Schocktherapie. Und er ist tot.
Der andere. Loot. Du hast eine ganze Familie zerstört, Jan, hast du das gemerkt? Ja, hat Spaß gemacht. Der eine hatte Fleisch in der Tasche. Was ist das denn jetzt? Na, gar keine ganze Familie, der hat noch wer überlebt. Das macht sich besser. Der Arme ist jetzt weise. Gleich nicht mehr. Aua. Mann, du dummer Arsch, warum schockst du mich auch immer mit? Ja, wenn du in der Range bist, natürlich. Und soll er nicht den Schock benutzen, wenn ich da bin? Dann wechselt seine Waffe aus. Ja, irgendwann muss er ja mal kaputt gehen. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber vielleicht ist das, wenn er die Sachen nutzt, gehen sie halt nicht kaputt. Nein! Nicht der Hey, Kumpel! Upp. Ist das ein neuer Hinox? Ne, wir hatten ja eigentlich schon alle, weil wir diese Brüder besiegt haben. Und nehmen wir jetzt für eine schöne Waffe. Haben wir eine Hinox? Ne, wir haben keine Hinox-Sache dann. Guten Tag. Komm. Schwarzer Hinox, okay, doch, das ist ein starker. Der hat gar keinen Beinschutz, oder? Oh Gott, was war das denn jetzt? Oh, zuvor bezogen, hier waren wir doch schon. Nice. Okay, dann war die Grenze hier verlegt, oder was? Und was ist denn bei dem Baum? Ach, da oben sind wahrscheinlich diese... Sieht so nach Sonau-Ding aus. Okay, dann können wir runtergehen und dann doch ein anderes Gebiet. Also was ist ein anderes Gebiet? Einen anderen Teil. Blau kann ja, dann haben wir eine bessere ab. Das heißt, hier ist es genau. Das ist relativ gerade runter. Okay. Naja, gut. Machen wir jetzt von oben nach unten einfach? Ja. Auf die Berge hier noch. Aber war das der Berg? Sind wir gerade? Wir sind ja viel zu weit links. Okay. Mach mal da bei der Angela, ja genau. Angela, Anaconda. Hellblau. Frage ist es. Nee, können wir gar nicht. Ja, obwohl doch, können wir schon. Es ist doch hellblau. Es ist hellblau, es sind doch Berge. Können wir uns nochmal was Kleines gönnen hier? Können uns jetzt immer was gönnen. Solange nicht feststeht, dass es irgendwas Krasses gibt, was man sich für dieses Sonau-Kram noch kaufen kann. Guck mal, da vorne ist der Dschungel wieder, da sollten wir nicht hin, weil das ist das andere Gebiet. Hier siehst du ja dann die Grenze zwischen Baum und Dschungel. Nennen wir es Wald und Dschungel, ja. Gut. Oh Gott. Hochziehen! Siehst du was? Ich auch nicht. Ich würde sonst was sagen. Das heißt hoch zu Rot. Da oben auf dem Berg habe ich was gesehen. An der Spitze. Ja, da ist ein Steinchen da irgendwas. Zieh hoch! Oh, ein Fähnchen ist da, sorry. Fähnchen? Das ist doch eher so, ja, so ein Windrad. Ja, so ein Windradfähnchen. Ja, jetzt kannst du wieder abschießen. Zeig deine Skills hier. Gezeigt. Das ist gut. Guck mal da, wie viele Inseln da sind. Oh, wie hübsch die sind da oben im Himmel. Ach man, oh. Guck mal. Oh nein, das ist der Start. Aber die da drunter? Alter, wenn wir so schnell immer alles hier abhaken könnten. Da, blau. Blau. Hey, da ist ein Wasserding in der Mitte. Davor. Also, ein Teich. Ein Wasserding-Teich davor, dahinter. Aber hier waren wir schon. Hier hätten wir doch unser Maschinengewehr-Typen da. Hier hätten wir doch unser Auto benutzt. Ich weiß es nicht, aber da oben waren wir nicht. Hier, da ist ein Stein. Stopp, da ist ein Stein auf dem Berg da rechts. Da links, da, ja. Oh. Shit, ey, also so Punktlandungen damit sind gar nicht mal so einfach. Merkt ihr, wo es hinfällt?
Da Ja, da ins war eine Wasser würde ich Wasserrinne. auch gerne, ja. Ich glaube, du verwechselst das. Sieht halt sehr ähnlich aus hier. Hier sind ganz viele kleine Sonaubäume. Jetzt nennt Jan die schon Sonaubäume. Ja, das ist eine Gegnertruhe. Die anscheinend noch zu ist, was mein. Hier waren wir noch nicht, Jan. Oh mein Gott. Wir müssen. Da ist ein Bombenfässer. Versuch die Bombenfässer zu treffen. Das funktioniert nur mit Feuer. Dann machen wir mal hier. Oder? Ist eigentlich ein Glutling-Pilz, der brennt? Weiß nicht, ob der auch wirklich aktiv brennt, der Pilz. Mann, bin ich Ja. blind? Was suchst du denn jetzt? Durch das hier. Ja, du musst mehr zu den Fässern laufen. Oh Gott. Was machst du denn? Guck doch mal, was der. Sah perspektivisch noch nicht so nah aus. Ach, du bist perspektivisch. Was haben die Leute immer gehört, wenn man es nicht verstanden hat? Ich habe das Blablabla nicht verstanden. Was war der Wortlaut? Ich weiß nicht, was du Ich meinst. habe das tonlich nicht verstanden oder so sagt man doch immer, wenn man auch in der Schule. Akustisch. Akustisch. Und du sagst jetzt, ich habe das visuell nicht wahrgenommen. Ja, ist immer noch nicht getroffen worden. Okay. Angriff. Auf den Rücken. Tut besonders gut. Aber nicht der Rücken. So, da muss jetzt aber was Tolles drin sein. Was ganz Schmuckes. Ich habe das tonlich nicht verstanden. Ich wusste gerade nicht den Wortlaut. Oha. Der gefühlt beste Bogen. Da wohl landen wir hier mal. Hier sieht's gut aus. Schurzflug. War nie weg. War das Ironie mit der gefühlt besten Bogen, oder? Nee. Oder? Dreifachschuss ist immer gut. Bist du überrascht, was in der Truhe war? Hättest du mehr erwartet? Was? Was? Als ob wir genau die Fleckente haben. Das kannst du ja keinem erzählen. Da unten ist aber noch ein Fisch. Da sind mehrere Fische. Ist das der Heilröllbarsch? Ist das der gestinkte normale? Das ist der Heilröllbarsch. Das war Geflügel. Ach, guck mal an, die wollen was. Wer seid ihr denn? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Darf man das noch sagen heutzutage? Oh, ja, hat keine Äpfel mehr dabei. War das schlimm, wenn man da was anderes reinwirft? Was anderes wollten die nicht, ne? Probier's aus. Kannst du nicht aus einem Apfel drei machen? Gibt ihr auch noch eine Tja. dritte Banane? Kein Problem, kriegen wir hin. Wir notfalls markier's. Schon treffen. Nein, Jan, hör auf. Puh. Wenn ihr meine Bananen nicht haben wollt, dann kriegt ihr Hast du halt euch das gar Blatt nichts. weggemacht bei dem Stall, wo der Krog war? Natürlich habe ich das weggemacht. Okay. Kannst du das nur in Frage stellen? Das war keine Frage stellen, das war eine Frage stellen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. So, jetzt aber hier oben drauf. Nein, nicht auf, nicht auf das, auf den Lenker drauf. Also auf jeden Fall. Da ein Noch ein Stein. Krog. Alter, wenn das jetzt auch ein Krog ist. Ah, kann ich mir nicht vorstellen.
Gab's auch nicht. Wäre auch komisch gewesen, wenn direkt darunter einfach noch einer ist. Aber es gibt auch diese Deckensprung-Crocs, da muss auch mehr von geben. Da ist ein Riesenstein. Das war der Stein, stimmt. Da war es ein Vogel, da war ein Flederling. Ja, das heißt gelb und dann grün. So ein bisschen Sturz. Da war der wieder Vogel, den haben wir nicht fotografiert, oh nein. Ja, Vögel und alles, was fliegen kann, ist Jans Nemesis. Und Krabbelviecher. Also 80%. Wow! 80%. Genau wie geplant. Hier ist eine hübsche Quelle. Kannst du da reingehen und halte ich das? Werden wir nicht rausfinden. Oh, das ist aber eine heiße Quelle. Hier muss irgendwas sein. Was machst du? Hä? Was ma... Du wolltest wissen, ob das heilt. Das geht auch leichter. Ja, es heilt. Weißt du, du hättest auch einfach so ein Feuer da machen können mit so ein bisschen... Aber musst natürlich direkt eine Bombe nehmen. Also wirklich. Wenn schon, dann richtig. Ist das hinten der Baum, wo wir waren vorhin? Der goldene? Ey, da ist ein Croc. Siehst du's? Naja, da ist kein Croc, da ist ein Ballon, aber ja. Der ist da versteckt. Ich hab mir schon gedacht, auf irgendeinem Baum wird hier was sein. Ah, da oben drauf, bei dem Felsen vielleicht noch. Der hier ist, also was heißt, der Berg halt da oben. Oder hatten wir eben da schon was gesehen, beziehungsweise nichts gesehen? Da war, glaube ich, nichts. Das ist skandalös. Oh Gott. Okay, die Vögel, da hatten wir schon die Kraniche, glaube ich. Aber es gibt die auch in jeder Form und Farbe. Gepackt, sehr gut. Ist natürlich alles geplant gewesen. Ja, gut, Gelb ist damit abgehakt. Dann gehen wir erst hier zu pink und dann zu grün. Okay. Ah, Fuchsle. Oh, guck mal, da oben ist Stonehenge. Nein, da ist ein Krokrätsel. Stonehenge. Vom Weiten sah es ein bisschen aus wie so ein... Ja, das war ein Bogen. So, wo kommt der dran, Leute? Bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, Jan sich auch nicht. Jan, überlege mit Weisheit. Ja, ich hoffe, wir kriegen das in dem Part noch hin. Du weißt doch, ich bin nicht gut in so Rätseln. Okay. Aber irgendwann werde ich das wohl hinkriegen. So schwer kann es ja nicht sein. Ach. Bis auf einen Moment, wo das so ein bisschen gehakelt hat, war es gut. Alter. Eine dicke Arena. Aber ich dachte, wir bleiben jetzt erstmal hier oben bei den Bergen. Ja, ist der nächste Punkt. Ich würde sagen, die Arena machen wir im nächsten Part. Ich werde erstmal mal, dann gehen wir doch erst zu grün. Beenden mal. Dann bei lila. Am Ende des Weges. Da oben, keine Ahnung. Sieht gut aus. Hier, das ist noch Krogi. Hä? Angriff! Ah, der Partner Krogs einfach. Der liegt da oben drauf. Was? Geparkt. Da ist auch ein Krux runter. Das wäre es so. Guck erstmal, wo der Stein hinkommt jetzt. Du brauchst nämlich zwei. Ich will nicht zwei brauchen. Wofür nicht den zweiten Stein jetzt? Ich hasse das, wenn die das nicht zurechtlegen irgendwie. Das ist nicht schön, sowas. Und den Rest des Parts hier einfach nach Steinen suchen.
Aber dann bist du steinreich. Wow. Irgendwo hier ist doch unser Motorrad gelandet. Ach man. Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, du hast geparkt. Ich war überzeugt, oder? Meine Lieblingsbeschäftigung des Tages. Einfach gucken, wo wir geparkt haben. Ich dachte, du hast gesehen, wo es gelandet ist. Ja, hatte ich auch, aber... Genau. Ich hab's aus den Augen verloren. Wie sagt man so schön, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, aus dem Sinn war es nicht. Ja, geh mal da, bis da ganz oben. Ans Ende des Weges da. Ja. Die sollen da schön weiterkämpfen. Wir brauchen keine Leute retten. Nein, wir haben keine gute Tat jetzt. Ach, was ist hier? Hier ist hübsch. Stopp! Da war was. Och, denn er. Aha, wir haben wem anders einen Apfel weggenommen. Wir haben noch einen. Nochmal letzter Koch für den Part. Jetzt aus Versehen gegessen. Ups. Aber guck mal, jetzt fehlt. Hey, jetzt haben wir zwei. Also jetzt ja, können wir brauchen, wieder zurück. Nee, ihr braucht noch vier oder so. Hä? Das sind immer drei Statuen, da bin ich doof. Ja, aber wir haben ja den einen Apfel auch mitgenommen. Mindestens der einen. Der liegt doch jetzt wieder da, wenn wir zurückgehen. Hey, das ja, ist ein Apfelbaum. Da können wir welche. Ach, kann Nein, machen, das ist ein Toter. Das ist ein Böser. Nee, warte mal. Der bewegt sich, der Arsch. Aber da sind Äpfel dran. Ich dachte, wo Äpfel dran sind, ist safe. Du... stirbst. Hey, Reis? Da war Reis am Baum. Hat man schon mal ein Reisfoto? Wahrscheinlich. Ein Reichsfoto? Ein Reisfoto, mein Gott. Warum nicht fliegen? Wo willst du hin? Kurz wenden. Aber da war doch so ein... Ich wollte zum anderen Baum fliegen. Ja, ich will auch wissen, was da ist, aber das hättest du doch nicht... Boah! Geparkt. Warum ist da so viel Laub? Kann man das wegmachen? Also jetzt nicht den Baum kaputt machen, aber... Eine Bombe? Das... Nee, einfach nur ein Feuerfeu. Nur ein Feuerfeu. Oh, da ist eine Alpa. Jetzt ist weg. Oh, Jan ist bereit für den Apfel. Hui. Hast du denn jetzt die Arena überhaupt markiert? Weißt du denn, wo du hin musst im nächsten Part? Ja, zu dem anderen Markierung da halt, ne? Was ist denn jetzt die richtige Markierung? Bin ich gerade auch ein bisschen ver... Ach so, warte ja, mal. Ja, also blau schon mal gar nicht. Die kann hier hin. Die kann... Da doch, blau ist es eben. Was? Ja, da war das, der Wassertümpel da. Und was war grün? Grün war der Wald. Der Wald. Ich nenne es der Wald. Punkt. Ich würde sogar sagen, wir gehen im nächsten Part da rein, springen dann in das Loch, aber nur damit wir mal drin waren. Aha. Und oh, dann... Müssen wir jetzt schon in Löcher springen? Ja, damit wir da halt schon drin waren. Dann gehen wir durch den Turm und dann können wir hier unterhalb weitermachen. Das ist ja ein guter Mittelpunkt. Du hast gesagt, du willst einfach die Arena machen. Ja, und dann halt in das Loch springen, damit wir in dem Loch mal drin sind. Ruhe! Nein! Kauf dir ein Grubengrabgerät. Du bist auch ein Grubengrabgerät. Meine Hände, ja. Geparkt. Kokett keinen neuen Apfel. Ja, okay, weil du jetzt auch keinen neuen Tag gemacht hast und so. Aber wenn man das jetzt einen Tag warten würde... Können auch ein paar Augen reinlegen, das sieht fast gleich aus. Eine Chili sieht auch fast gleich aus. Alter, wird's alles first try? Verrückt. Ich hab Apfelziel werfen geübt. Ja, easy. Ganz viele Crocs, aber die sagen, das war's Alter, für diese Folge. Wir hatten sechs Stück, wir haben jetzt einfach. Wir haben jetzt einfach 10 Crocs in diesem Part gefunden. Nein, ich glaube, der nächsten auf Folge. Den letzten, aber ja, trotzdem. Werden wir Arena machen, irgendwo runterspringen oder das Gebiet weiter erkunden. Also, verpassen. Like da lassen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.